Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video von meinem Gold-Tagebuch-Format präsentieren. Da wollen wir ja gucken, was wir die letzten Wochen so an Gold reinbekommen haben. Ein bisschen Postkasten aufmachen, schauen, was so rumgekommen ist. Und ja, normalerweise mache ich das Format ja jetzt mittlerweile alle 4 Wochen, heißt im Anführungszeichen einmal im Monat. Jetzt ist die Geschichte aber, nächste Woche kommt das Timewalker-Event von Legion raus und dementsprechend bin ich da wahrscheinlich ein bisschen beschäftigt mit Mage Tower. Ich habe nämlich vor, alle Mage Tower Challenge mit allen Klassen und Specs hinzukriegen. Dementsprechend passt es mir nicht so ganz rein, da das Gold-Update zu machen. Heißt, ich mache es jetzt eine Woche früher. Wir haben jetzt nur einen Zeitraum von 3 Wochen, nicht von 4 Wochen. Aber dann ist das Ganze ein bisschen chilliger. Kann ich mich nächste Woche auf das Mage-Tower-Zeug quasi konzentrieren. Und dann ja, haben wir jetzt nur 3 Wochen drin. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass wir das eine oder andere rausgezogen haben. Und dazu würde ich sagen, schauen wir gleich mal in die Tabelle rein. Die können wir auch noch einen Ticken größer machen. So sieht es, denke ich mal, ganz gut aus. Und ja, schauen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Letzte Woche, oder vor 3 Wochen, so muss ich sagen, hatten wir auf dem Main-Account 15,8 Millionen Gold, auf dem Second-Account 74,2 Millionen Gold, sind zusammen ziemlich genau 90 Millionen, ein paar Zackte gewesen. Und dort hatten wir 17,5 Millionen plus gemacht, beziehungsweise bereinigt, quasi ohne die Konsumausgaben. Konsumausgaben sage ich jetzt zu dem Zeug, was ich halt rausgewastet habe, seit ich habe mir einen Haufen T-Mock gekauft oder Rezepte für irgendwelche Berufe und sowas. Also Sachen, die jetzt nichts damit zu tun haben, dass ich Investitionen für Gold tätige, sondern einfach so Nebenausgaben, die mit dem Gold-Business eigentlich nichts zu tun haben, die ich mir halt einfach gekauft habe. Ne? Und heißt, hätten wir diese Konsumausgaben nicht getätigt, hätten wir sogar 20 Millionen plus gemacht in 4 Wochen, was sehr, sehr gut ist. Ich glaube, so viel habe ich noch nie plus gemacht. Diesen Zyklus, also die jetzt 3 Wochen, werden es wahrscheinlich nicht so viel gewesen sein, denn in den letzten 4 Wochen sind ja natürlich die Sondereffekte eingetreten mit 9.15 ist released und da war natürlich ein großer Goldboom, weil viele Leute konnten leichter in den Twink-Business rein und dementsprechend hast du schon gemerkt, dass das ordentlich angezogen ist. Aber ich hoffe, wir konnten jetzt trotzdem in 3 Wochen das ein oder andere Gold machen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt als erstes mal, was jetzt noch über ist. Auf meinem Main-Account seht ihr, ich habe nur noch 2,3 Millionen, also fast gar nichts mehr. Und auf dem Second-Account habe ich nur noch 46,6 Millionen, heißt zusammen sind es um die, ja, gerundet würde ich jetzt mal sagen, so 49 Millionen sind es jetzt noch, ne? Heißt, wir haben von den 90 Millionen sind wir jetzt runter auf 49. Bedeutet, wir haben 40 Millionen Gold rausgehaut, investiert oder, ich kann es jetzt hier schon mal zeigen, 2,2 Millionen sind wieder Konsumausgaben. Das waren einmal, ich habe mir die Erbstück-Upgrades geholt. Das waren 625.000 Gold für Erbstück-Upgrades und 1,579 Millionen habe ich rausgehauen für Rezepte und Berufsskillen. Da bin ich gerade dran, bei allen möglichen Berufen quasi ein bisschen was zu machen. Da gibt es auch noch ein Video zu, Waste of Money Video, kommt wahrscheinlich auch die Tage. Ne? Habe ich vorhin gerade aufgenommen, muss ich bloß ein bisschen zusammenschneiden. Gut, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal bei dem einen Twink rein. Ich habe hier meinen Teller auf Antonidas. Auf dem Second-Account. Mit dem verkaufe ich einfach nur Ramschzeug. Im Moment, seht ihr, geht bei dem nicht so viel. Ich habe nur 100 Verkäufe. Liegt daran, ich mache keine Worldquests mehr auf Antonidas. Mache ich jetzt nicht mehr sonderlich viel mit den Chars. Verkaufe eigentlich nur mit den Craft-Chars-Items, aber bin eigentlich nicht mehr wirklich im Spiel unterwegs mit den Chars tatsächlich. Ne? Das mache ich hauptsächlich mit Main oder mit den Chars of Lothar, wo ich halt dementsprechend in dem Berufe-Business im Start bin. Gut, dann würde ich sagen, holen wir das mal raus. Da können wir auch so ein bisschen gucken, was da so drin ist. Also ihr seht, da sind teilweise Pets drin, haben wir verkauft. Dann sind es Mats sind dabei, dann sind es ein paar T-Mocks, ein paar Rezepte sind dabei. Das ist ein Haufen kleinen Krimselzeug, ne? Das meiste, was ich ja noch rausgezogen habe vor einigen Wochen und Monaten, waren ja die Runen, weil ich da immer noch den Missionstisch am Laufen hatte, beziehungsweise weil ich da halt dann immer noch T-Mock bekommen habe, weil ich mit den Chars auf Antonidas auch T-Mock gefarmt habe. Mache ich jetzt eigentlich eher weniger tatsächlich. Das waren jetzt an Gold nur 45k, also fast nichts, aber wie gesagt, das ist einfach nur der Ramsch, den ich immer mal wieder ins Auktionshaus haue. Da sind auch einige T-Mock-Sachen dabei, aber bekanntlich verkauft sich ja T-Mock sehr, sehr langsam. Und ich kann jetzt mal hier kurz gucken, ordnen wir es nach Preis. Also ihr seht, hier sind einige Sachen drin, auch dann ein paar T-Mock-Sachen, die ich für mehr habe oder auch T-Mock-Sachen, die für einen
irrealen Preis quasi im Auktionshaus sind. Aber ab und an verkauft sich da auch nochmal ein bisschen was. Aber das ist natürlich eher so eine Seitgoldquelle und eine Geschichte, wo ich, ja, die ich gern mitnehme, ne? Aber da setze ich nicht wirklich meinen Hauptgoldfokus drauf. So, dann gehe ich jetzt mal hier weiter auf meinen Monk. Und zwar, ja, loggen wir da mal ein und dabei können wir Main-Account ja schon mal ein bisschen gucken. Ihr seht, auf meinem Main, hier auf Blackmoor, habe ich nur 8000 Gold. Das hat jetzt zweierlei Gründe. Und zwar habe ich auch nicht sonderlich viele Verkäufe hier drin, ihr seht. Nur 300 irgendwas Verkäufe. Hat den Hintergrund. Ich habe erstmal 3.150.000 von Blackmoor getranzt auf Lothar, weil ich da ja mit meinem Berufe-Business unterwegs bin und da die ganzen Rezepte mir kaufen wollte, deswegen habe ich ein bisschen Gold da gebraucht. Ich hätte das Ganze natürlich auch von Antonidas nehmen können, wo ich halt irgendwie 70 Millionen habe. Ich habe das bewusst hier von Blackmoor genommen, denn ich habe auf Blackmoor nur den Main-Char auf Ali-Seite und ich habe mir noch so einen Twink-Lager-Char gemacht, ne? Und da ich auf meinem Main-Account das Problem habe, dass ich am Char-Cap bin, kann ich mir auch nicht viel mehr Chars machen. Deswegen habe ich schon mal in weise Voraussicht alles, was ich jetzt irgendwie auf andere Server trans, von dem Server genommen, weil ich nicht die Lagerkapazität habe. Auf glaube ich, auf Antonidas habe ich 20, 30 Chars theoretisch. Da könnte ich wahrscheinlich, Cap ist ja eine 10 Millionen, könnte ich auch 300 Millionen lagern. Ne? Ich habe jetzt so 70 Millionen da gehabt. Also da kann ich nur einiges an Gold verdienen. Hier habe ich halt weniger Lagerkapazität, deswegen habe ich das da genommen. Jetzt hatte ich aber die Problematik, dass hier auf Blackmoor die Courtier-Kristalle extrem in die Höhe geschissen sind. Geschossen sind, so rum. Und warte mal, ich kann mal gucken. Courtier. Ihr seht, die sind jetzt mittlerweile einfach bei über 700 Gold. Und wenn ich dann natürlich ein Legendary crafte, sind die Craftkosten extrem hoch und dann geht das Gold natürlich gut raus. Jetzt habe ich halt, ich weiß nicht, was hatte ich davor, irgendwie so 12 Millionen, drei habe ich rausgehauen, dann waren es noch 9. Und diese 9 Millionen habe ich easy quasi einmal schon umgesetzt gehabt und ich musste schon 3 oder 4 Mal ein paar Millionen wieder aus dem Postkasten rausnehmen. Also ich hatte wesentlich mehr Verkäufe, aber das hat einfach nicht gereicht, dass sonst hätte ich nicht mehr weiter craften können. Ne? Deswegen hatte ich jetzt hier schon mal einiges rausgenommen und ich würde sagen, wir lernen das jetzt mal aus. Hier die erste Seite müsste noch relativ günstiges Zeug sein tatsächlich, also mit relativ geringen Preisen, aber auf den anderen Seiten müssten nur hohe Beträge sein, denn ich habe immer die günstigen Sachen rausgenommen. Macht zwar keinen Sinn, aber es sah dann besser aus, wenn dann lauter hohe Beträge drin waren. Gut, ich würde sagen, wir nehmen das mal raus und ihr seht, hier ist hauptsächlich Craft-Sachen drin, also die Legendary-Items verkaufe ich halt hier zum einen und diese günstigeren Beträge, also die 1000 bis 10.000 Gold, das sind halt die 200er-Item-Level-Items und die 230er-Items. Ne? Die crafte ich halt mit meinem Char. Und mit dem Main habe ich einmal Lederer und Schmied. Und das sind auch meiner Meinung nach die lukrativsten Berufe, was das Craften angeht. Ne? Juve ist auch nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also auf Antonidas habe ich ja auch einen Juve-Char. Da gehen auch einiges an Umsätzen. Aber insgesamt ist Lederer und Schmied schon das lukrativste. Da kannst du am meisten Legendary-Teile herstellen. Und hier seht ihr, Moment, jetzt machen wir das mal kurz zu. Jetzt habe ich hier die ganzen teureren Items drin. Und ich habe jetzt schon fast 5 Millionen. Hier sind nochmal 7 drin. Also ich denke mal, das, was wir rausgehauen haben, holen wir auf jeden Fall wieder rein. Ne? Jetzt nehmen wir das auch noch raus. Das sind jetzt alles Legendary-Items. Ihr seht, das ist auch schon teilweise ein bisschen her. Und zwischendrin waren natürlich auch ein Haufen kleine Beträge. Die habe ich alle einzeln rausgepickt und habe dann wieder das benutzt, um neue Sachen craften zu können, weil das Gold halt dann einfach nicht ausgereicht hat. Also ihr seht alleine, für insgesamt 3 Wochen reichen halt 1 Million Gold nicht aus, um immer wieder die Sachen zu craften. Das ist eigentlich schon krass. So, jetzt bin ich einmal am Cap. Ihr seht, ich habe 9,9 Millionen. Jetzt muss ich ein bisschen was auslagern. Warte mal, wie viel ist denn jetzt hier noch drin? Das kann ich ja jetzt eigentlich relativ genau rüberschicken. Ja gut, jetzt müsst... Ja, wenn ich 5 Millionen rüberschicke, dann passt das ja. Dann schicken wir das einmal auf meinen Twink hier. 5 Millionen. Und dann können wir hier den Rest rausholen. Da sind jetzt dann nochmal 400 irgendwas 1000 drin. Dann habe ich nämlich gleich bei dem wieder fast das Cap und dann kann ich das so langsam wieder quasi runterarbeiten. Ich hoffe natürlich, die Courtier-Kristalle gehen jetzt noch ein bisschen runter im Preis. Ich vermute aber, dass die eher stabil auf
auf dem Preis bleiben oder sogar noch weiter hochgehen, ne? Weil kaum einer macht mehr Courtier, die Leute brauchen trotzdem für ihre Twinks die Legendaries und dann wird das Zeug leider immer teurer. Juti, jetzt haben wir hier einmal Cap auf dem anderen Char auch noch, oder fast Cap, ne? Auf dem anderen Char auch nochmal 5 Millionen, heißt wir haben fast 15 Millionen. Wir hatten ja um die 12 vorher gehabt und dann 3 weggehandelt, also habe ich etwa so mit 9 Millionen gearbeitet und von 9 auf 15 ist schon ein ganz guter Sprung. Also da kann man nichts sagen. Gut, locken wir auf den ein derweil. Gehen wir auf den Monk, wo ich vorhin schon rüber geswitcht bin. Und zwar laufe ich bei dem auch auf dem Zahnfleisch, wie ihr seht. Oh, hier sind gerade noch ein paar Items auch noch reingekommen zwischendrin. Die können wir auch nochmal rausnehmen, dass wir hier sehen, wie viel wir wirklich haben. Und mit dem hier, seht ihr, verkaufe ich halt auch diese blauen Items, 230, 200er Item Level. Der hat jetzt einmal hier auf Antonidas Schneider und Schmied. Ich muss sagen, Schneiderei, das ist nicht so lukrativ, aber man deckt es halt ab. Auf Antonidas habe ich nämlich quasi Craft Chars für alle Legendaries. Hier ist es so, dass ich, da ich auf Antonidas ja relativ große Goldreserven habe, war es nicht nötig, das Gold hier rauszunehmen. Da sind alle Verkäufe drin. Und hier seht ihr, da ist auch alles mögliche zwischenrein. Da sind die Legendary-Items drin und auch die Low-Items. Jetzt gucken wir mal, was wir hier rausziehen. Also ich denke mal, Cap werden wir auf jeden Fall einmal machen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht ein halbfaches Cap holen. Aus dem Char, da wäre ich auf jeden Fall schon mal sehr froh. Ich muss sagen, Schmied ist von, also Schmied und Lederer sind ja die beiden Berufe, wo ich sage, da kann man am meisten machen. Schmied ist deutlich der lowere von beiden, einfach weil du bei Schmiedekunst nur Plattensachen herstellen kannst. Und die auch nicht ganz so gefragt sind. Und bei Lederer kannst du einfach Kette und Leder herstellen, ne? Und das ist einfach dann nochmal das Doppelte am Sortiment und das merkst du einfach. Und vor allem Leder im Speziellen geht ganz gut. Kette ist eher so, ja, ich würde es glaube ich so ranken, Leder, dann Plattenzeug, dann Kette und dann Stoff. So, Stoff ist irgendwie so das Niedrigste, nicht unbedingt von der Anzahl, was rausgeht, sondern einfach von den Preisen, weil Stoffzeug allgemein ziemlich low in den Preisen ist, ne? Weil jeder kann Stoffzeug looten und dementsprechend sind die Stoff-Items einfach, oder der Stoff allgemein günstig und die Items auch und die Gewinnspanne ist einfach mies bei den Stoff-Items. Das meiste rentiert sich gar nicht herzustellen. Außer der Umhang, der geht immer gut, weil den können irgendwie alle tragen und dementsprechend kann man da ganz gut was machen. So, jetzt haben wir gleich einmal Cap rausgezogen. Ah, das wird aber knapp mit 1,5-fach Cap, ne? Wenn ich das hier so sehe. Da muss ich danach nochmal Gold rüberschicken, da muss ich mir überlegen. Ich hatte, glaube ich, bei meinem anderen Char hier ein bisschen was ausgehoben. Genau, bei dem Taylor DH. Dann kann ich dem mal, was schicken wir dem rüber? Schicken wir dem mal, dem Taylor DH, schicken wir mal, was sagen wir denn? Schicken wir mal 5 Millionen rüber, oder? Zum Taylor DH. Muss bloß immer gucken, dass ich nicht zum falschen Char schicke. Sonst freut sich irgendwann mal irgendeiner, dass er mal ein halbes Goldcap kriegt. Aber da ist jetzt auch nochmal ein bisschen was drin. Mal schauen, wie ich es umschichten kann, das ganze Gold. Diesmal habe ich ja nicht die Bredouille, dass ich dementsprechend kurz vorm Auslaufen bin. Sonst mache ich das ja alle 4 Wochen. Und die Post, die sind immer, glaube ich, also das Maximum wird 28 Tage angezeigt, aber es sind 29 Tage quasi drin. Heißt, wenn du einen 4-Wochen-Zyklus hast, wo ich das Gold raushole, dann habe ich genau noch einen Tag über. Wenn ich einen Tag später das machen würde, dann ist verfällt das Gold schon. Man kann sich zwar das wiederholen über die Gegenstandswiederherstellung, aber da muss man quasi einen Game Master behaken und das ist immer nervig. Okay, jetzt bin ich wieder am Goldcap. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr rüber schicken sollen. Jetzt bin ich am Überlegen, schicken wir vielleicht nochmal 3 Millionen auf den rüber, oder? Oder brauchen wir das? Brauchen wir. Naja, komm. Oder schicken wir 2,5 rüber. 2,5 nochmal. Also haben wir jetzt 7,5 rüber geschickt. Also das eineinhalbfache Goldcap haben wir schon rausgezogen. Das ist easy. Jetzt gucken wir mal. Genau, hier der Stream wird schon gesagt, Leder hat auch 4 Klassen. Ne? Du hast einen Monk, du hast einen DH, du hast einen Druid und einen Rogue. Und das sind tatsächlich auch alles Klassen, die halbwegs aktiv gespielt werden. Also, wo viele Leute die spielen. Ne? Ah, boah, geht mir das sogar relativ genau auf. Alter! Also, ich will jetzt nichts sagen, aber ich habe es ziemlich gut abgeschätzt, ne? Mit dem, was ich nochmal rübergeschickt habe. Wir sind jetzt bei 9.992.000. Ich bin gerade mal
knappe 8000 weg gewesen von dem. Also, ich will nichts sagen, aber da sind wir schon ziemlich gut gefahren. Gut, jetzt haue ich die Sachen einfach nochmal kurz rein, dass wir das auch gemacht haben. Hier, ich arbeite ja immer schön mit TSM, da muss man das nicht alles einzeln reinstellen, sondern kann einfach einen Post-Scan oder einen Cancel-Scan machen. Und dann ist das eigentlich angenehm. Ich müsste auch öfter die Sachen rauscanceln, ich sag's euch ganz ehrlich, aber man will ja auch noch was anderes in WoW machen, ne? Also ich bin ja nicht hauptsächlich jemand, der im Auktionshaus unterwegs ist. Mit dem zweiten Account ist es zwar immer ganz angenehm. Ach so, jetzt hätte ich den Chat vielleicht noch rüberziehen können. Na, egal. Gut, jetzt haben wir hier auf jeden Fall wieder das ein oder andere Goldstück rausgezogen. Dann switch ich mal weiter auf meinem Hunter. Und derweil schauen wir jetzt mal hier bei dem Priester. Zudem hatten wir ja mit meinem Main auf Blackmoor das Gold rübergeschickt. Das können wir jetzt hier einmal rausnehmen. Ah, schau mal, das Geburtstagsgeschenk haben wir auch noch. Löschen, okay. Und jetzt haben wir auf dem auch nochmal die Reserve von 5 Millionen. Aber merkt ihr schon, wenn ich jetzt nochmal 5 Millionen hier auf Blackmoor kriege, dann bin ich schon bei dem Char Cap. Also wenn ich das nächste Mal wieder auf irgendeinem anderen Server Gold brauche, werde ich das auch wieder von Blackmoor quasi abziehen. Jetzt switch ich hier nochmal auf mein Main zurück. Ich muss immer bloß gucken, dass die Addons das halt checken, ne? Deswegen muss man einmal einloggen, das rausholen. Sonst hat man immer da die Problematik, dass die Addons das nicht ganz verstehen und dementsprechend, ja, dann hat man die falschen Werte, ne? Das ist mal ein bisschen blöd, deswegen muss ich mal schauen, dass ich da überall einlogge. Dann können wir das nämlich auch hier nachher gleich eintragen und haben da die richtigen Werte. Im Endeffekt ist es von meiner Tabelle so gemacht, dass ich quasi hier... Also hier habe ich dann das Endgold, ne? Hier habe ich das Gold, was wir dann plus gemacht haben und hier haben wir dann das Gold, was wir plus gemacht haben, wenn man die Konsumausgaben quasi rausrechnen würde. Das ist immer für mich so, da sehe ich halt den wirklichen Gewinn, den ich habe. Gut, dann haben wir hier den Hunter. Mit dem Hunter bin ich auch auf Antonidas unterwegs und mit dem habe ich einmal Lederer und Juve habe ich mit dem. Und ihr seht, da haben wir halt schon, gut, wir haben jetzt noch ein paar... Legendary Items hier drin, die müssen wir jetzt noch rausholen. Aber mit dem haben wir doch mal ein gutes Stück mehr verkauft, ne? 1300 Items und ich vermute, mit dem werden wir mehr als mit dem Monk rausholen. Mit dem Monk hatten wir jetzt etwa, wir haben einmal Cap, ne? Also 10 Millionen, dann haben wir 7.500.000 rübergeschickt. Heißt, wir haben, und 1 Million hatte ich noch, also habe ich mit dem 16.500.000 etwa rausgezogen. Mit dem werde ich mehr rausziehen. Vermute ich. Gut, schauen wir mal rein. Mit dem bin ich übrigens auch am Verticken die 200er-Items, sowohl Lederkette, 230er-Items, Lederkette, dasselbe auch bei Juve mit den Ringen und den Hälsen, ne? Die Ringe, die gehen verdammt gut weg. Also Ringe verkaufe ich extrem viele, ne? Also da geht richtig was raus. Und dann natürlich die kompletten Legendaries. Das hat mich zwar einige Millionen gekostet, ne? In den vergangenen Goldtagebüchern habe ich euch schon gezeigt, was das gekostet hat, teilweise die Berufe hochzuziehen. Also es geht von die 20, 30 Millionen, um so einen Beruf hochzuziehen, was die Legendary-Ränge angeht. Also wir reden jetzt hier von diese ganzen Sachen, ne? Auf Rang 4 hochzubringen. Hier das Teil, das ist schweineteuer. Vor allem, wenn die Mats halt auch teuer sind, dann... Ja, vor allem jetzt sind die Mats leider wieder aufgestiegen. Hier selbst auf Antonidas sind die Quartier-Kristalle ein gutes Stück hochgegangen. Also im Schnitt so 400-500 Gold kosten die mittlerweile auf Antonidas. Ist zwar weniger als auf Blackmoor, ne? Also das ist schon, also auf Blackmoor ist schon nochmal ein Sonderfall. Aber auch das Leder ist hochgegangen. Ich habe teilweise, war das Leder wieder bei 500-600 Gold, ne? Und das, dieses Verzauberte bei... 1.200, 1.300. Gut, auf Antonidas nicht ganz, aber auf Blackmoor tatsächlich so teuer. Auf Antonidas war es, glaube ich, noch Ticken unter 1.000 Gold, das Verzauberte. Hier habe ich auch den Vorteil, dass ich auf Antonidas noch einen Char auch zusätzlich habe, mit dem ich VZ bin, ne? Das ist das Gute. So, jetzt muss ich mal gucken, wir sind jetzt wieder am Cap, haben noch 700 Mails drin und jetzt schicken wir einmal zu dem DH. Was hat denn der? Der hatte 500.000. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich nicht overcap bei dem Char. Der hat 500.000, 750.000 habe ich rübergeschickt. Dann könnte ich ihm theoretisch noch 2 Millionen schicken, aber nicht ganz, weil der noch 4.000 Gold hat. Gut, dann schicken wir ihn 1.990.000, oder?
Okay, und dann muss ich jetzt noch einen anderen Schaf finden, wo ich was hinschicken kann. Nehmen wir den Monkeys. Schicken wir den Monkeys. Halt, das ist der falsche. Wie hatten der Monkeys? Der hat, glaube ich, 3 Millionen noch gehabt, oder? Wo habe ich ihn jetzt? Genau. Und ein paar zerhackte hat der. Schicken wir dem mal 6 Millionen. Den Monkeys noch. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier noch rausziehen. Dann muss ich Naht quasi auf den Taylor DH noch locken und auf den Monkeys. Beauty. Okay, jetzt gucken wir mal. Also, wir haben noch 600 irgendwas Mails hier drin. Ich hoffe, wir machen nochmal das Cap voll, ne? Aber da muss ich mir noch einen Char raussuchen. Aber ich denke, wir sind auf jeden Fall im Plusbereich. Das müsste gut aussehen. Das Problem ist halt auch so ein bisschen, im Moment, da die Mattkosten wieder gestiegen sind und die sehr schwankend sind, kann ich halt nicht sehr viel auf Vorrat kaufen. Weil ich kann natürlich auf Vorrat kaufen und darauf spekulieren, dass die Mattkosten hochgehen. Dann würde ich einen Haufen Gewinn machen. Bloß, wenn ich jetzt auf Vorrat kaufe und die droppen, habe ich halt eventuell einen Haufen Verlust gemacht. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da schon mal auf die Schnauze geflogen bin, aber ja, ich bin da schon ziemlich auf die Schnauze geflogen. Ich habe mal für... Das war fast für Cap, ne? Ich habe, glaube ich, fast für 10 Millionen Gold Leder gekauft gehabt und dann hat sich der Preis halbiert. Dann waren meine 10 Millionen halt nur noch 10 Millionen nur noch 5 Millionen wert. Ich sag mal so, ich hab's verkraftet, ne? Ich bin wieder im Plus jetzt, aber ich habe halt einfach wahrscheinlich 5 Millionen verloren durch die Kacke. Also, spekulieren ist immer so eine Sache. Das war vor Patch 9.1, ne? Da habe ich richtig, richtig was verloren. Okay, der Monkeys hat jetzt auch nochmal. Dann schicken wir dem nochmal 990.000 rüber. Dann hat der auch nochmal Cap. 990.000. Und dann, wie viel habe ich denn jetzt noch drin? Wie viele Poststücke? 300. Dann muss ich mir jetzt noch einen Char raussuchen. Wer hat denn jetzt noch nicht so viel Gold? Den Taylor DH hatten wir versorgt. Dann, welchen nehme ich jetzt noch? Ich kann noch den Interstellar. Komm, der Interstellar kriegt jetzt noch eine halbe Million. Hier nicht eine halbe Million, sondern 5 Millionen. Das ist immer lästig, ne, wenn man am Cap ist und das Gold dann immer rüberschicken muss. Wer kennt's nicht? So, aber das Gute ist, ich habe hier sehr viele Chars, wie ihr seht. Also, da kann ich's verteilen und auf Blackmore ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass ich halt nur diese zwei Chars habe, ne. Und ich glaube, ich habe nur ein oder zwei Slots offen, aber die will ich halt ungern raus und ich müsste Testchars, glaube ich, löschen. Aber mit den Testchars kann man ja im Moment so ein bisschen den Anima-Trick machen und deswegen möchte ich mir nicht alle Slots verbauen, tatsächlich. Ja? Also da bin ich schon ein bisschen am Gucken. Jetzt schauen wir mal, nicht, dass wir jetzt nochmal was rüberschicken müssen. Ah, das könnte ausgehen. Aber ich denke mal, wir haben auf jeden Fall was Plus gemacht. Also das passt. Weil ich war schon so ein bisschen überlegen, hat das diesmal gepasst, ne? Oder sind wir miese? Oh, wenn wir jetzt gut was Plus gemacht haben, könnte es sogar sein, dass wir einen neuen Meilenstein haben. Und zwar die 100 Millionen Gold liquide. Das wäre ja krass, ne? Obwohl ich wirklich jede Woche einiges raushaue, ne? Oh, wir sind wieder am Cap. 400.000 sind noch drin. Dann hauen wir doch nochmal 500.000 auf den anderen Char rüber. Also der kriegt das halt nochmal 500.000, oder? Ja. Dann nehmen wir das noch raus und dann muss ich ein bisschen hin und her loggen. Halt, warte mal, was übers Add-on. Vor allem, wir hatten jetzt nur 3 Wochen, ne? Also es waren jetzt keine 4 Wochen, sondern nur 3. Gut, jetzt hat der einmal soweit das Cap. Dann, muss ich mal rekapitulieren, auf welchen Chars ich jetzt alles loggen muss. Also ich muss einmal auf den, Taylor DH locken, dann muss ich auf den Monkeys locken und dann muss ich auf den Interstellar locken. So. Schöne ist, man hat ja mittlerweile hier so Brief-Symbölchen. Warte mal, dem Char habe ich, glaube ich, nochmal irgendwas drüber geschickt, ne? Irgendeinen T-Mog. Aber da können wir nachher gucken. So, wir locken jetzt einmal um und derweil kann ich jetzt hier schon mal schauen, dass ich die Werte eintrage, was wir jetzt an Gold auf dem Main-Server quasi haben.
Und da kann ich mal gucken. So, also, wir haben jetzt hier 17.550.000. Das kann ich mir gerade so merken. 17.550.000 haben wir hier. Da haben wir auf jeden Fall eine Steigerung. Und ihr müsst bedenken, ich glaube, die 15 Millionen... Ich glaube, die beiden haben wir hier voll rausgehauen. Habe ich mir das andere nicht auf den Main-Account geholt? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber ich meine, die... ich meine, die Dings hier, ne, wie heißt es, die 625.000, die Erbstücke, was ich mir gekauft hatte, die kompletten Upgrades für Shadowlands, habe ich mir auch auf Main auf Blackmore geholt. Also ich versuche immer alles, klingt jetzt blöd, ich versuche das ganze Blackmore-Gold halt loszuwerden, ne, dass ich die Lagerkapazitäten halt nicht zu sehr ausnutze oder ausreize. So, jetzt sind wir auf den DH. Jetzt gucke ich mal, ob ich es verkackt habe. Ne, seht ihr, jetzt haben wir hier Goldcap, okay. Können wir einmal weiterloggen. Dann habe ich ja noch einmal zu dem Monkeys was rübergeschickt. Und wo haben wir den anderen? Der Interstellar ist hier ganz unten. Ja gut, den müsste ich dann nochmal ein bisschen hochziehen. Jetzt loggen wir da nochmal ein. Dann müssten wir es auch schon haben. So, das können wir zumachen. Dann müsste ich nachher nochmal gucken. Ich habe nämlich auch auf dem Main-Account noch ein paar Chars auf Antonidas. Warte, ich kann es euch zeigen. Also, da habe ich auf jeden Fall Lagerkapazität. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also, ich habe alleine auf dem Main-Account 15 Chars auf Antonidas. Mittlerweile kann man ja mehr als... Was waren es früher? Waren es 10 oder 15 Chars, waren es, glaube ich, was man haben konnte. Und jetzt kann man halt unendlich quasi auf einem Server haben. Ne? Das ist halt das Gute. Und ihr habt ja gerade gesehen, auf dem Second Account waren es, glaube ich, also ich habe auch über 10 Chars auf dem Second Account, glaube ich. Die, also insgesamt sind es wahrscheinlich so um fast 30 Chars, die ich auf beiden Accounts zusammen habe für auf Antonidas. Und dementsprechend könnte ich da wahrscheinlich 300, also ne, wenn man es hochrechnet, 300 Millionen oder so lagern. So, jetzt nehmen wir das mal raus. Genau, das müsste jetzt eigentlich relativ gut aus... Warte mal, kann ich das nicht rausnehmen? Ah, ich habe zu viel Gold. Ach, kacke, ich kann es nicht rausnehmen. Moment, warte mal. Das machen wir jetzt anders. Dann schicke ich jetzt 8000 zu dem anderen rüber, zu dem Interstellar. 8000... Ah, seht ihr, hier habe ich es verkackt tatsächlich. Und dann kann ich nämlich hier das Cap rausnehmen. Mal löschen. Dann haben wir hier auch Cap. Und jetzt schauen wir mal, was wir auf dem letzten noch haben. Ich kann mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nee, ja gut, dann sind es 28 Chars. Gut, das ist der letzte noch. Da nehmen wir es noch raus und dann können wir die Tabelle schlussendlich ausfüllen. Und dann schauen wir mal, ob wir die 100 Millionen geknackt haben oder nicht, ne? Aber, na, könnte hingehen tatsächlich. Aber wie gesagt, ihr habt ja gesehen, 40 Millionen habe ich ja alleine investiert, ne? Und dementsprechend, ich weiß gar nicht, warum es so viel ist. Also, ich habe die letzten Male auch einiges, ne? Aber für nur 3 Wochen sind 40 Millionen schon viel. Ne? Also mal rechnen, wenn ich den normalen Zeitraum hätte, dann wären es wahrscheinlich 55 oder so, ne? Wenn ich das jetzt hochrechne. Also, das ist schon ein Haufen Holz tatsächlich. Naja, wir werden es sehen. Ich glaube, 77 habe ich jetzt schon. Ein bisschen was habe ich noch rübergeschickt. Also da sind wir auf jeden Fall schon mal im Plus. Ich denke mal, wir haben die 100 Millionen knapp geknackt. Weil ich glaube, ich habe nochmal eine halbe, nochmal 500.000 hierhin, 5 Millionen hierhin geschickt und dann nochmal 500.000, ja genau. Und die 8.000, ganz wichtig. Die dürfen wir nicht vergessen. Also das machen wir jetzt auch noch weg. Und dann haben wir einen Endstand von 82 Millionen. 700, achso, nee, warte mal, das ist nicht der Endstand. Ich habe ja noch Gold auf anderen Servern, fällt mir gerade auf. Ups, die habe ich ja vollkommen vergessen. Okay, dann reicht es doch locker, sorry, pardon. Ich habe ja nur auf dem Server geguckt, ich habe ja auf Equin auch, glaube ich, noch Gold, ne? 87.514.000. 87.514.000. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das richtig... Ja, das ist der Endbetrag.
Und damit sind wir jetzt auf einem Endstand von 104.569.000. Also wir haben die 100 Millionen geknackt damit, haben Plus gemacht jetzt in den drei Wochen 14.481.000 und bereinigt ohne quasi Konsumausgaben 16 Millionen. Wenn ich jetzt überlege, ne, ich habe nur drei Wochen, das war ja, wenn ich es hochrechnen würde auf vier Wochen, wäre es ja sogar lukrativer, weil wenn ich das durch vier teile, habe ich etwa 5 Millionen pro Woche. Wenn ich das teile, habe ich sogar ein bisschen über 5 Millionen. Es war sogar lukrativer, tatsächlich an wirklich verdientem Gold, ne, bereinigt quasi. Ja, krass. Krass. Okay, ja gut, jetzt sind wir auf 10 Millionen. Ja, ne, auf 100 Millionen. Ups, ich habe mich hier um ein bisschen was geirrt. Okay, ja gut, dann sieht es ja nicht schlecht aus. Dann können wir uns vielleicht demnächst wieder das ein oder andere teurere kaufen, würde ich mal sagen. Und ja, damit sind wir tatsächlich durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns im nächsten Goldtagebuch wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.